Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir haben uns letzte Folge einen neuen Schrei geholt für den Frostatem und haben ein Buch gefunden, und zwar Dayna Valens Aufzeichnungen. Da steht was über die Legende von Gauldur drin. Und so viele Seiten sind das gar nicht. Ich würde mal sagen, da kann man zumindest mal eben ein bisschen reinlesen. Und damit fangen wir jetzt an. So, zu Anbeginn der ersten Ära war der Erzmagier Gauldur, der heißt nicht Gauldur, sondern der heißt Gauldur, im ganzen Norden hoch angesehen. Weisheit, Wohlstand, Ehre und Macht, all dies besaß er, und selbst Ysgramors Erben suchten seinen Rat. Gauldurs drei Söhne, die es nicht ertrugen, stets in seinem Schatten zu stehen, waren darüber voller Hass und Bitterkeit. Sie begehrten Macht und Ansehen ihres Vaters, und schließlich entdeckte Jyrik, der älteste Sohn, deren Quelle ein mysteriöses Amulett, von dem er sich nie trennte. Ah, die Quelle der Macht des Erzmagiers. Zusammen heckten sie den Plan aus, ihren Vater im Schlaf zu töten und sein Amulett unter sich aufzuteilen. Und so geschah es. Von ihrer neu entdeckten Macht berauscht, legten die Brüder die umliegenden Dörfer in Schutt und Asche. Okay. Das Gemetzel war so groß, dass sich der Großkönig selbst einschaltete und einen Trupp Kampfmagier ausschickte, angeführt vom Erzmagier Geirmund, um die Brüder zu bezwingen. Und nach einer verheerenden Schlacht traten die drei die Flucht an. Mikrul, der Jüngste, wurde in Folgunthur aufgestöbert, den uralten Grabhügeln am Fuße von Einsamkeit. Und obgleich er 3 Tage und Nächte kämpfte, wurde er schließlich überwältigt und dort begraben. Seine Krypta versiegelte man mit einer Elfenbeinklaue. Geirmund verfolgte Jyrik bis zu den zerschmetterten Grüften von Saarthal. Saarthal ist übrigens, da müssen wir die Festung von Winterweste questen. Also Saarthal, die auch damals schon halb begraben waren. 10 altgediente Zauberer fielen Jyriks Elementarmagie zum Opfer, aber er konnte nicht alle bezwingen. Und so fiel auch er und wurde in der Ruinenstadt eingeschlossen. Und schließlich wurde Sigdis in der südlichsten Region von Himmelsrand umzingelt. Er forderte Fürst Geirmund zu einem Duell heraus, denn er wusste, dass dessen Ehre ihn zur Annahme verpflichten würde. Und sie trafen im Kampf aufeinander. Einander an Stärke ebenbürtig, und fielen beide auf dem Feld vor Iverstadt. Der Großkönig befahl, am See ein Grab für Geirmund zu errichten, das immer noch seinen Namen trägt, und ließ Sigdis darin einschließen, auf dass er ewiglich von dem bewacht werde, der ihn einst tötete. Gauldur selbst wurde in einer Höhle begraben, die nicht weit von der Stelle entfernt ist, an der sein Turm sich einst erhob, an einem Ort namens Wasserwindfelsen. Und als dies geschehen war, gab König Harald seinen Erlass heraus. Der Name und die Taten Gauldurs und seiner Söhne sollten aus allen Aufzeichnungen und allen Chroniken getilgt werden. Unter Androhung der Todesstrafe durften sie mit keinem Wort erwähnt werden, auf das niemand versuchen würde, das Amulett zu bergen, das unter solchen Opfern weggesperrt worden war. Und so geschah es. Doch ein kleiner Teil überdauerte die Jahrhunderte genug. 4000 Jahre sind seither vergangen, und die Gräber sind nach wie vor versiegelt. Die Fragmente von Gauldurs Amulett liegen darin verborgen. Seit dem Tag, an dem ich das Gerücht zum ersten Mal vernahm, fühle ich seine Macht. Es ruft nach mir, zieht mich zu sich hin. Ich werde derjenige sein, der es zurückholt, es wiederherstellt, es erneut in die Welt hinausträgt. Ich muss es haben. Ich muss. Tja, hat nicht ganz geklappt, guter Valen. Aber wir haben ja einen Teil davon jetzt. War das Amulett wirklich so krass? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann man ja nochmal gucken. Die Legende von Gauldur ist ja eine relativ große und auch bedingt interessante, finde ich. Also bedingt interessant in dem Sinne, weil ein paar Abschnitte, finde ich, irgendwie, wenn man sich das nicht durchliest, die verwirren einen. Und gerade der Punkt, dass zum Beispiel Saarthal ist ja auch eine große Quest für die Akademie. Das fühlt sich ein bisschen gequetscht an dort. Aber wo ist denn jetzt Heimdall? Ach, da. Mensch, du hast dich gut getarnt. So. Aber ich finde, es wäre mal an der Zeit, dass wir uns nach Weißlauf aufmachen, um dort mit dem Jarl von Winterhelm zu sprechen. Bezüglich der Gefangennahme eines Drachens. Also zurück zur Hauptstory. Alduin hat sich ja verdünnisiert, nachdem wir ihm am Hals der Welt geschlagen haben. Und sehr wahrscheinlich ist er nach Sovengarde aufgebrochen, um sich dort ein bisschen zu erholen. Macht da ein bisschen Sommerurlaub, isst was vom All-You-Can-Eat-Buffet und so weiter und so fort. Ne? Finden wir gar nicht gut. Aber wir hatten auch ganz viele andere wichtige Sachen noch zu erledigen, deswegen musste das jetzt so ein bisschen auch mal auf uns warten. Also die Laternen, Entschuldigung, dass ich gerade mal stehen bleibe, diese Laternen hier an der Straße unter Einsamkeit, die haben ein so geiles Feeling. Wenn das jetzt noch flackerndes Licht wäre, wie da unten im Wasser, wunderschön. Da hat die Musik sich auch gedacht, sie stimmt passend ein. Und jetzt, Guten Abend. Na, auf Patrouille. Nicht stören lassen. Ja, Atmosphäre hat das Spiel wirklich viel. Und, Total Conversion Mods wie zum Beispiel Anduril kriegen das nochmal richtig gut hin. Wohin soll's gehen? Wir wollen nach Weißlauf, bitte. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Eishör. Wenn ich in Weißlauf bin, besuche ich immer den Gülden Grünbaum. Gerade in meinem Beruf schadet es nie, Kynarat. Oh, Kynarat haben wir ein bisschen ans Bein gepinkelt. Als wir von... Entschuldigung. Von Ahnenschimmer ein bisschen Harz uns geholt haben. Mit Nesselfluch. Ich glaube, das fand die nicht so cool. So, sitzt hier der Khajiit und verkauft? Nein? Schade. So. Oh. Mächtiger Mann. Großer Mann. Du bist auch nur eine Wache. Sollen wir mal, damit uns die Wachen nicht die ganze Zeit anquatschen, eben kurz unser Kopfgeld bezahlen? Komm, machen wir mal eben. Wartet. Ich kenne euch doch. Yes. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Okay. 908, weil man der Gilde angehört, oder 25. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren, dann könnt ihr gehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich dachte, er bringt mich jetzt zum Dingens. Bringt mich jetzt vorne zum Schloss. Und wir könnten so einen kleinen Skip machen. Hat er aber nicht. Okay. Ihr habt geholfen, den Güldengrünbaum zu retten. Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet. Echt? Ist er wieder am Blühen? Euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute. Ganz schön hell. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Schön hell die Abendröte. Ah, nee, morgen. War eine 50-50 Chance. Jo! Der blüht wieder. Geil. Da bin ich bei. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Ja, ja, ich habe sowieso nicht vor, mit dir zu reden. Wir wollten jetzt hoch zum Jarl von Weißlauf. Und den überreden, dass wir hier einen Drachen fangen dürfen. Schönen guten Tag, die Herren. Einmal bitte aus dem Weg. Ist ein bisschen eilig. Okay, wir müssen, glaube ich, erst was essen, oder? Ausgehungert, das ist schlecht. Wisst ihr, warum ausgehungert schlecht ist? Das ist die Vorstufe von Verhungern und dann kann man tatsächlich, weil man nichts gegessen hat, zusätzliche negative Effekte bekommen. Moin. Mögen die Göttlichen euch segnen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Brauche Hilfe. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Richtig. Natürlich. Ihr habt ja bereits Weißlauf vor diesem Drachen gerettet. Ich habe euch viel zu verdanken. Aber ich verstehe nicht. Wieso sollten wir einen Drachen ins Herz meiner Stadt lassen, wo wir uns doch bislang alle Mühe gegeben haben, sie fernzuhalten? Der kann gut Pommes rösten. Nein. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Mhm. Aber wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Nein, 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 nein. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich habe gehört, die Graubärte hätten euch gerufen. Mir reicht das. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Ja. Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Oh, Entschuldigung. Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hoch-Hrothgar ist neutrales Gebiet. Die Schweiz. Wenn die Graubärte gewählt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Okay. Dann machen wir. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesen Krieg mit dazu. Seid ihr bereit, die Falle der Drachen zuschnappen zu lassen? Nein, Moment, ich muss ja erstmal die Drachenfeste. Der Legende nach, obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Mhm. Das heißt, er habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antor unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Okay. Dominex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Oh. Hoppala. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ist das nicht der... Ach, da! Aha. Nicht schlecht. Gut. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt erstmal zu Arngeir. Das heißt, viel wieder hin und her laufen. Was habe ich für einen Schrei gerade? Drachenfall. Dann machen wir mal das. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Entschuldigung. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Ja. Hui. Ich bin ein Geist. Ich bin ein Geist. Wie lange hält denn das an? Entschuldigung. So lange hält das gar nicht an. Diebische... Junge! Was soll denn das? Ich habe eine Menge hier für die Stadt getan. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Schön für dich. So. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Ja. Alles. Werft einen Blick darauf. Wir verkaufen jetzt erstmal was bei Bellator. Ich müsste, glaube ich, ein paar Sachen dabei haben. Die nicht, den auch nicht. Kann er sich nicht leisten? Kann er sich nicht leisten? Entschuldigung, Mann. Hab's jetzt aber auch gerade mit dem Gehen. So, das will ich auch weg. Das. So, jetzt hat er, glaube ich, schon wieder kein Geld. Hat er irgendwas, was ich haben möchte? Nein. Bitte kommt wieder. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal kommen wir wieder. Aber jetzt nicht. Übrigens, im Normalfall bin ich viel länger in Weißlauf unterwegs. Und mit Brisenheim. Was benötigt ihr, mein Freund? Bin ich auch länger mich am Beschäftigen? Nein. Ich benutze Brisenheim länger. Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ah, danke, dass du mich dran erinnerst. Ich habe ja Braunfäule. Sekunde. So, jetzt geht's wieder. Nur die vielen... Ich habe gerade mich geheilt. Ich hatte Braunfäule. Die ist jetzt aber weg. Das kennst du doch. Das ist universal Sonderheilmittel für alles. Hast du ja auch im Angebot. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Kannst du mal ein bisschen weniger quasseln? Bin ich durcheinander gekommen. Genau, normalerweise bin ich länger und häufiger in Weißlauf unterwegs. Aber dadurch, dass es hier wirklich so viele Häuser gibt und gerade auch die neuen Häuser, wie das Schattenfußheiligtum, so viel besser sind. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall? Ihr wisst bereits alles, was ich weiß. War ich nicht so lange in Weißlauf unterwegs. Ich würde gerne noch ein paar Zutaten kaufen. Einfach alles, bitte. Genau, einfach alles. Dann kann ich dir vielleicht mal was Teures verkaufen. Wie zum Beispiel diese Plattenrüstung. Und ein paar Schriftrollen sowie Zaubertränke. Wo haben wir's? Kleine Heilung. Krankheit. Regeneration. Ach, kann sie nicht leisten. Schade. Ja, aber das passt doch so. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, wunderbar. Jetzt haben wir ein paar unkonventionelle Alchemie-Zutaten besorgt. Sind die unkonventionell? Eigentlich sind alle Alchemie-Zutaten nicht unkonventionell, außer Menschenherzen und Menschenfleisch. Das ist ein bisschen komisch. Aber ein wahrer Alchemist schreckt doch davor nicht zurück. Wir haben ein paar verschiedene. Sagen wir einfach mal verschiedene Alchemiezutaten uns besorgt. Gut, also wir müssen mit den Graubärten sprechen, damit die mit den Big Bossen sprechen und dass die Big Bosse sagen, die lassen Weißlauf in Ruhe, wenn wir den Drachen fangen. Hört sich doch nicht schwer an, ist doch relativ leicht. Müssen sie einfach mal kurz ihre Kriegsvorbereitungen pausieren. Heimdall? Ich kann euch zu jeder. Wohin soll's gehen? Erstmal nach Riften. Wieder hinein. Dann sind wir weg. Nicht wie gewohnt über Falkenring, sondern wir gehen jetzt mal nach Riften. Dann können wir nämlich abladen. Und wenn wir abgeladen haben, können wir zu Fuß nach Iverstadt. Also mit Heimdall nach Iverstadt laufen. Satt Bonus. Ich habe noch nie darauf geachtet, dass der Satt ja ein Bonus ist. Drache? Da irgendwo, okay. Dann essen wir mal eben was und kümmern uns um den Drachen. Oh, ich habe nicht mehr viel zu essen. So. Wo ist er? Ich höre ihn nur, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er hin? Da! Hier unten. Kommst du bitte runter? Ich brauche Drachenfall. Hallo? Sieht er mich nicht? Jetzt ist er weg. Okay, dann gehen wir halt rein. So, wir machen nochmal auch halt im Gasthaus. Wie heißt das Gasthaus hier? Kann ich mich dran erinnern oder werde ich mich nicht dran erinnern, bis ich bei der Tür bin? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe irgendwas mit Honig. Bienenstich. Gasthaus Bienenstich. So. Ui. Oh, ihr seid es. Ja. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Nein. Wenn ihr Münzen, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Ich würde gerne Essen kaufen. Dankeschön. So. Warum benutzt ihr sie nicht einfach? Ich habe noch eine Frage. Ganz schön mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Keerava. Getränkespezialität. Hat der das? 3, um genau zu sein. Meine eigenen Rezepte stammen noch aus meiner Zeit als Barmann in Gideon. Das erste, samt weicher Lechance, ist eine Mischung aus Brombeere, Honig, Würzwein und einem Hauch Tollkirsche. Gänzlich ungefährlich, versprochen. Als nächstes haben wir den Weißgoldturm. Ein Gedicht aus süßer Sahne, gekrönt mit einer Schicht aus Met, Lavendel und Drachenzunge. Mhm. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner, der aus Feuerbrandwein, cyrodeilischem Brandy, Flynn und Suyama gemischt wird. Kann ich die kaufen? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Müde aber. Die kann man kaufen. Das ist ja lustig. Okay, aber ich brauche die nicht. Entschuldigung. So. Aber der hier hat eine Quest, die habe ich die ganze Zeit vergessen. Und die ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Riften gekommen bin. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. Okay. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Mhm. Ich habe den Goldring bereits. Aber ich brauche noch 3 makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Davon habe ich genug. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Gerne. Gerne, gerne. Die holen wir dir. Denn, vielleicht ist dann der Umgang ein wenig freundlicher mal im Bienenstich. Ja. Okay, tschüss. Hallo? Was? Komm, weg hier. Wir haben ja für die Aufnahme bei der Diebesgilde. Alter, ist das verschwommen. Es liegt nicht an den Einstellungen, es liegt daran, dass wir erschöpft sind. Wir müssen schlafen. Ich habe ja bei der Aufnahme für die Diebesgilde, ich glaube, die Bardame, wie heißt sie, Keerava? Vermöbelt, meine ich. Ich habe ihr Gold abgenommen. Schutzgold. Für die Diebesgilde. Und das finden sie. Nehmen sie mir immer noch übel. Also müssen wir mal jetzt ein bisschen an unserem guten Ruf arbeiten. Und den 3 Amnetiste besorgen. Aber vorerst gehen wir eine Runde schlafen. So, wir haben 12 Uhr nachts. Müsste noch 6 Uhr. Egal, das passt auch. Dann sortiere ich mal eben kurz ein bisschen die Sachen weg. Guck mal, ist doch schon viel besser. Dann sortiere ich mal eben kurz die Sachen weg. Aber vorher, wir haben jetzt schon 3 Klauen. Diamant, Elfenbein. 4 Klauen. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stehlen, goldene Klaue. Oh. Ja. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Wo haben wir es denn hier? Das ist eine Ebenerzrüstung. Ist das die Soldat? Ne, es ist eine Silberrüstung, ne? Das hier ist Eisenplattenrüstung. Die wollte ich nicht, sondern das ist der Ebenerzharnisch. Warte mal, ich bin gerade noch was am Suchen. Und zwar, das ist er auch nicht. Das ist die Klingenrüstung. Hä? Ist das die hier? Wächtervollstrecker? Habe ich nicht noch den Erretter, die Erretterhaut? Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Okay, egal. Ich sortiere mal eben weg. Und will jetzt mal gucken. War das hier? Stahlrüstung des Soldaten, genau. Die wollte ich wahrscheinlich anziehen. Und was die Zweihandwaffe angeht, wir hatten ja Seelenriss oder Seelenriss. Wie heißt der denn nochmal? Habe ich den ausgestellt? Schattenriss? Seelenriss? Okay, ich habe ihn nicht ausgestellt. Da muss der hier drin sein. Müssen wir nochmal suchen hier. Schattenriss überlegt. Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe, aber ich sage nicht welche. Gut. Wie gesagt, ich mache mal kurz Pause, sortiere und dann bringen wir ein paar Sachen in Ordnung. Bis gleich. So, wir müssen jetzt noch was Neues zu essen machen. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel und ich kaufe zwar immer was ein, aber das ist nicht wirklich... Ja, also, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Hin und wieder muss man einfach sich mal hinsetzen. Und 50 Suppen oder so kochen. So, und ich müsste doch sicher noch Milchkrug, Krabbenfleisch, Lachsfleisch, wo ist es denn? Apfel? Nein. Tomate? Kann ich Tomatensuppe machen? Mal kurz schauen. Der wollte weg. Also ich habe 90 Salz und für eine Tomatensuppe braucht man noch Knoblauch und Lauch. Das heißt, die fällt raus. Pack dich mal hier hin, ja? So, mal die Tomaten mal eben wegpacken. Habe ich denn nicht noch Kartoffeln? Kohl. Ja, Kohl. 56 Kohl. Machen wir mal eine Kohlsuppe. Die braucht, glaube ich, nur Kohl und Salz. Genau. Wunderbar. Dann haben wir gleich eine Menge Kohl. Suppe. Guckt euch die Schale an. Sieht doch lecker aus. Ja. Ich könnte mir auch was Besseres vorstellen, aber es geht hier um den Zweck. Und der Zweck ist satt. So, Zutaten, Salz weg. Und was war hier mit dem Buch los? Dankeschön. Gut, geschlafen haben wir. Ich habe auch die... Hey. 3 makellosen Amethyste mitgenommen. Ja. Dann bringen wir sie mal weg. So, und danach können wir nach Iverstadt und mit den Braubärten. Braubärten. Genau, wir reden mit den Braubärten. Da geht es dann nämlich um die Verhandlungen, dass wir Weißlauf einmal kurzfristig als neutrales Gebiet ansetzen möchten. Weißlauf als zentralste Stadt von Himmelsrand ist natürlich auch sehr, ein sehr strategisch wichtiger Posten. Ne? Wenn man überlegt, von dort aus können, sagen wir mal, sämtliche Händler am besten das Land bereisen. Also, wenn man jetzt eine, sagen wir mal, eine Lieferung aus Riften nach Einsamkeit bringen möchte, dann ist Weißlauf ein sehr sinniges Gebiet. Nicht so kalt und so weiter und so fort. So, Talen J heißt er, glaube ich. Im Bienenstich arbeitet der Mann. Und der will für Keerava. Bam! Keerava einen besonderen Ring machen. Da ist er. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Keerava. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Solche Großherzigkeit findet man heutzutage nicht mehr oft. Mhm. Hier, nehmt das als Bezahlung für euer Opfer. Und ich, also wir beide, wir danken euch. Gerne. Was hat er mir gegeben? Wundtrunk der Wasser. Mhm. Was hast du denn da? Warum hast du denn das? Verzieht euch einfach. Was denn jetzt? Ich hab dir gerade... Unseres ist es, euer Hinscheiden zu belächeln. Hat sich richtig gelohnt. Hat sich richtig gelohnt, denen das zu geben. So, hier sind eine ganze Menge Äpfel, die auf dem Boden rumliegen. Junge, das ist ja richtig voll. Warte mal. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Ich nehme die Äpfel mit. Nein, ich will eure Äpfel haben. Darf ich alles mitnehmen? Ah, warte. Also... Ich spreche das einfach aus. Ich vermute, dass diese Quest, die ich jetzt gerade gemacht habe, mit den... Ich hab's gleich. Mit dem Ring dafür gesorgt haben, dass die mir freundlich gesonnen sind. Aber man darf nicht vergessen, dass ich denen auch ein bisschen ans Bein gepinkelt habe. Und jetzt sind sie mir freundlich und unfreundlich gesonnen. Wie dumm. So. Aber da waren schon einige nette Sachen bei. Metfässer brauche ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich oben bei den Tischen jetzt auch abräumen? Kann ich. Ja, mit dem Lachsbraten. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Hier gibt es eine Menge zu essen. Oh, wie cool. Eine Menge zu essen, eine Menge Zutaten. Das ist einfach nur cool. Okay, Metfässer brauche ich nicht. Rockerfleisch, ja, gerne. Gut, dann verkochen wir direkt das Salz, das wir gerade alles eingesammelt haben. So, gekochtes Rindfleisch. Was haben wir hier noch? Rockerfleisch. Kohlentopf mit Apfel. Nee. Dann machen wir noch den Lachsbraten. Und fertig. Wunderbar. Das hat sich richtig gelohnt. Die dürfen wir auch alle mitnehmen. Eieiei. Das ist aber echt zu nett. Was wollt ihr denn jetzt? Den Apfelkuchen hier und Benachrichtigung über höhere Kosten. Diesen Monat Preis für Schwarzsonnenmet verdoppeln. Oh. Das tut mir leid für dich. Ja, Mensch. Und auch leid für die Kunden. Gut. Wir gucken nochmal. Sucht ihr Arbeit? Jemand muss Sibi Schwarzdorn eine Nachricht überbringen. Nein, danke. Oh. Hier ist ja richtig, das ist ja eine richtige Essensgrube hier. Das hat sich voll gelohnt. Mara ist euch wohlgesonnen. Ach ja, das ist das Ding. Das ist der... Entschuldigung. Das ist der Handzettel, den der Tempel verteilt. So. Gut. Ich vertrödel hier gerade massiv viel Zeit. Aber ihr könnt euch ja nebenbei dann die wunderschöne Hintergrundmusik anhören. Das ist wirklich ein schönes Tavernenlied. So, noch eben die Kaninchenkeulen. Und jetzt können wir aber los, ne? Darf ich mal vorbei? Dankeschön. Vielen Dank für das leckere Essen. Mal ein anderen Mal. Jetzt gerade nein. So. Und wie geht's? Dank euch machen meine Experimente gute Fortschritte. Wie kann ich mich dafür revanchieren? Hast du schon. Du machst mir doch Tränke. Sehr konzentriert am Becher putzen, ne? Da. Wir haben etwas dreckigen Lappen, aber das ist nicht so schlimm, weil das Dreckige ist draußen und das Saubere ist drinnen. Also Ende vom Tuch. Das saubere Ende vom Tuch benutzt er, um drinnen zu putzen, das dreckige Ende, um außen zu putzen. Das heißt, auch wenn vielleicht dann der erste Schluck von der Seite ein bisschen komisch schmeckt, der Inhalt ist in Ordnung. So. Nächster Halt, Iverstadt. Mal einmal nach links rüber. Nicht, dass wir gleich wieder die ganzen Söldner vom der Plantage auf uns aufmerksam machen. Finde es auch ein bisschen komisch, dass die ganze Zeit dort stehen. Weil eigentlich, wenn man die Quest fertig hat, müsste sich das ja eigentlich nach und nach legen, oder nicht? Aber gut, ein paar Dinge, die sollen halt einfach so bleiben, ne? Gut, wir sind noch nicht im Waldgebiet, sage ich mal, um Riften rum. Wir können jetzt nochmal alle raten, wie viele Bären wir vermutlich treffen werden. Ich sag diesmal 4 Bären, bis wir in Iverstadt sind. 4 Bären und einen Troll. Und vielleicht Goblins, aber die Goblins, die sind ja immer da irgendwie. Also 4 Bären, ein Troll. Bisher haben wir nur 3 Schmetterlinge gefunden. Aber ich glaube, das ist auch noch das Gebiet, wo noch nicht so viele Bären unterwegs sind, oder? Wer bist du denn? Aua! Sag mal, geht's noch? Ui. Also aushalten tut so gut was. Die Kaiserliche. Oder der Kaiserliche Herr. Ist auch eine Kaiserliche, ne? Aber austeilen tut so gar nichts. Eisenplattenrüstung. Ja, den Rest brauche ich nicht. Dankeschön. So. Also, Kaiserlicher 1, den hatte ich nicht mit auf dem Schirm. Rolle bisher 0 und Bären auch 0. Aber da hinten rechts kann man schon eine Spinne sehen. Und hier ist schon wieder ein Riese. Ich denke, wir haben hier alles vorbereitet, dass das aufhört. Jetzt reicht's aber mal langsam. Heimdall, auf geht's. Ui, der teilt aber noch richtig gut aus. Die Ziege will helfen, oder? Wow! Den Finisher kann ich noch nicht. Den Horkerzahn kannst du eigentlich behalten. So. Dann mal weiter. Wollten die Ziegen gerade wirklich mitmischen? Okay, da ist Bär Nummer 1. Und wir werden die auch bekämpfen. Denn man kann die Pelze gebrauchen. Warum? So, das müssten die beiden Spinnen sein. Genau. Spinne Nummer 1. Spinne Nummer 2. Das muss ich mir merken. Irgendwann weiß ich ganz genau, wie viele Tiere es gibt. Also wir haben bisher Bär Nummer 1. So, hier ist eigentlich der Punkt, wo Bär Nummer 2. Aber was ist denn da noch? Die Goblins. Genau. Die Goblins, die 3 Stück sind es immer an der Zahl. Und Maul ist aus irgendeinem Grund auch immer hier. Ist das laut? Uiuiui, ist das laut. So. Bär Nummer 2 von 4. Ne? Ich sagte ja 4. Und ein Troll. Aber eigentlich ist der Troll auch immer hier in der Bereich, oder nicht? So, was haben wir denn noch hier? Müssen wir nach links oder nach rechts? Das ist Bär Nummer 3. Oh, ich glaube, ich bin da nicht ganz richtig. Richtig schön mit der Parierstange ins Auge gepiekst. Wisst ihr, was die Parierstange ist? Ich denke schon, ne? Das ist das, was überm Griff sitzt und vor der Klinge. Und unten am Griff weiß ich nicht mehr. Das hat auch eine spezielle Bedeutung. Ich versuche mal gerade mich dran zu erinnern. Aufgebaut hat man unten dieses runde Ding oder halt das Endstück. Ich weiß nicht, wie es sich gerade nennt. Unterm Griff. Dann kommt halt der Griff, die Parierstange und die Klinge. Ne? Aber wie heißt das Ding ganz unten nochmal? Es hat eine Bezeichnung. Ich kannte sie mal. War das jetzt Bär Nummer 3? Ja, das war Bär Nummer 3. Ah, mir fällt es nicht ein. Entschuldigung. Hier ist Bär Nummer 4. So, mit etwas Pech treffen wir noch Bär Nummer 5. So, bisher habe ich die Rate schon richtig. 4 Bären, jetzt muss noch ein Troll kommen. Dann wäre ich safe. 2 Spinnen habe ich vergessen und 3 Goblins. Aber die hatte ich auch ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Irgendwas hat gerade auf meinem zweiten Monitor geflackert. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht hin. Sieht eigentlich jetzt alles wieder normal aus, aber... Na, mal gucken. Gut, also. Kein Bär mehr, bitte. Kein Bär mehr. Ist, glaube ich, jetzt irgendwann der Punkt, wo die Kaiserlichen und Sturmmäntel sich schon mal gern kreuzen. Okay, 12 Wölfe. Dann nehmen wir natürlich die Pelze auch mit. Ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ja, mache ich. Ja, da muss ich sowieso nochmal hin. So, also. 4 Bären hatten wir jetzt. Noch kein Troll, das ist ungewöhnlich. Eigentlich müsste doch irgendwann mal noch ein Troll kommen. Da ist der Bär Nummer 5. Mist. Und noch eine Spinne. Da hinten ist der Troll. Man sieht ihn im Wald laufen. Mal erstmal die Spinne weg. Man kann übrigens den Kurier, wenn man, glaube ich, möchte, diesen hier töten. Sekunde. Wichtige Lieferung zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Und fertig. So, der hat nämlich dann, glaube ich, genau, Brief des... Die Stadt der Steine. Aha, Brief des Kuriers hat man nämlich da drin. Ein bisschen was zu essen. Der Brief des Kuriers war... Hallo. Danke. War das, was ich gerne haben wollte. So, wo ist es da? Hochverehrter Investor, unsere Expedition nach... Aussichtspunkt der abgeschnittenen Zunge ist auf Widerstand seitens der Bewohner gestoßen. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal, aber wenn ihr uns einige zusätzliche Männer und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellen könntet, sind wir sicher, dass der Schatz euch für euren Aufwand entlohnt wird. Diesmal ganz sicher. Wenn nicht, können wir bei Rift mit der Suche nach weiteren Schätzen beginnen. Für eine schnelle Beantwortung wäre ich euch sehr dankbar. So, jetzt müsste sich eigentlich die Karte, glaube ich, aktualisieren. Hier tut sie sich nicht. Aber wir hätten jetzt zum Beispiel eine Festung. Oder ein irgendwas anderes. In die Richtung. Was man erkunden könnte. Noch mehr Wölfe? Also hier hinten hatte ich ja übrigens den... Da ist der Troll. Seht ihr? Das ist der eine Troll, den ich gesagt hatte, dem wir begegnen werden. Aber ich habe 2 Bären zu wenig. Hier sind 6 Bären auf dem Weg. Meine Herren. Dann komm mal her hier. Den Troll wollte ich übrigens nicht hinterherlaufen jetzt. Denn der droppt ja nur Trollfett. Warte mal gerade. Ist mir was eingefallen. Hat man nicht eigentlich 100% Krankheitsresistenz mit dem Bestienblut? Moment. Hatte ja Braunfäule irgendwann. Segen von Mermina. Ach, der ja. Kalt, Kraft von Libella, Krankheit widerstehen. 100%? Wie konnte ich denn eine Braunfäule kriegen? Hä? Das ist ja weird. Also, falls jemand 6 Bären gewettet hat, der hat gewonnen. Und hier wäre übrigens noch der 7. Komm, den machen wir noch eben. Dann freut sich da so eine Mühlendame aus Iverstadt ganz doll, dass wir hier so viele Bären töten. Und erledigt. So. 7 Bären, ein Troll, dem wir ausgewichen sind. Insgesamt waren 4 Wölfe, 2 sind wir ausgewichen. Und 3 Goblins, die haben wir erledigt, plus nochmal 3 Spinnen. Ist ja nix. Das sind ja nur 3, warte mal, 10. Knapp 20 Gegner, ne? Habe ich richtig gezählt? 7 Bären, 3 Goblins, sind wir bei 10. 3 Spinnen, 13. Ein Troll, 14. 4 Wölfe, 18. 18. Fast 20. Fast. Fast 20 Gegner. So, jetzt müssen wir hoch nach Hoch-Hrothgar. Das machen wir aber nächste Folge. Ich denke, das ist hier ein ganz guter Cutpunkt. Wir müssen mit Arngeir reden, wie wir denn die Jungs Ulfric und General Tullius davon überzeugen können, nicht in Weißlauf einzufallen, wenn wir einen Drachen fangen. Das kriegen wir, denke ich, hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Restwoche noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.